Einen geliebten Menschen durch Suizid zu verlieren, ist eine Tragödie. Der preisgekrönten Fotografin Bettina Flittner ist das gleich zweimal passiert, ihre Mutter und ihre Schwester nahmen sich das Leben. Ein großer Halt für Flittner war und ist ihre Ehefrau Alice Schwarzer. Alice war da, und zwar immer, sagt sie im Bunte-Interview. Sie hat mich aufgefangen, von der ersten Sekunde der Todesnachricht an. Alice versuchte ja auch, meiner Schwester Susanne zu helfen. Und hat mich überall begleitet in dieser Zeit, wo man so extreme Gefühle hat. Der Tod macht erstmal alles platt, auch das Schöne. Die ganze Geschichte lest ihr in der neuen Bunte 15, die ab Donnerstag am Kiosk erhältlich ist.